Ich darf jetzt den Dejan ankündigen. Er meint, das wäre jetzt etwas mehr in Abteilung Entertainment. Ja, er ist ein Trauerhaufen da, wirklich. So, der Grund, warum ich das gemacht habe, war eigentlich die berührende Rede von Herrn Steinmeier. Die ist mir so ans Herz gewachsen. Und auch wenn man sich veranschaulicht, eigentlich ist es eine Volksverhetzung. Wenn man sich den letzten Spiegelartikel hernimmt, da hat ein Journalist gesagt, ein Unabhängiger, über diesen Spiegelartikel, also dieser, wo sie im Nachhinein halt sogar noch ein Editorial geschrieben haben, weil die Leute sind da Sturm gerannt. Und er hat gesagt, vielleicht werden wir in 10 Jahren das journalistisch aufbereiten auf irgendeiner Universität, weil das war so ein Meisterstück in Sachen Propaganda. Und ja, es sind eigentlich nicht nur diese Spiegelartikel. Im Grunde genommen geht es mir jetzt eigentlich darum, ja, wer kennt die Steinmeier-Rede, die berühmte? Ist das in dem Gedächtnis? So. Ich möchte halt, geht's ein bisschen zurück in die Zeit, ja? Versetzt euch ein bisschen zurück. Und. Hallo, ich höre dich nicht. So. Und im Prinzip geht es darum, ja, versetzen wir uns zurück, ihr seid jetzt das Publikum, ja, ich bin jetzt der Steinmeier. Und ich habe halt die Rede richtig gestellt. Vielleicht versteht sie die Ironie, welche dahinter war. Okay, so. Also, Herr Steinmeier betritt die Bühne, fängt an. Liebe Dagmar, liebe Yvonne, lieber Klaus, vor allen Dingen lieber Martin. Liebe Dagmar, liebe Yvonne, lieber Klaus. Who cares? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Und vor allem lieber Martin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossen, Genossinnen, also er sagt immer die weibliche Form zuerst, ja, ist ja ein Gentleman. Liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser Protest da hinten, der zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die Europa nicht verstanden haben. Dieser Protest da hinten, der zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, also da hinten, die, da hinten, das war, also ihr seid ihr gemeint, ja? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid das Publikum, ja, und dahinter das Parlament, das ist ja überhaupt die Ironie. Dieser Protest da hinten, der zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die Europa verstanden haben. Europa, das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben. Europa, das ist die Lehre. Und da rennen sie hinten, was dem mit Stopp die Nazi-Schilder. Stopp die Nazis in der Ukraine. In denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu! Europa ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen zugehört haben. In denen man nicht aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu! Liebe Genossinnen und Genossen! Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, dieses Europa ist so wichtig,
als dass wir es unseren Gegnern überlassen können. Nicht hier auf dem Alexanderplatz, nicht Front National in Frankreich und nicht UKIP in England. Demokraten müssen ins Europäische Parlament. Meine Damen und Herren, dieses Europa ist zu wichtig, als dass wir es unseren Gegnern überlassen. Nicht hier im Parlament, nicht in der Front National in Frankreich und nicht UKIP in England. Demokraten, Demokraten müssen ins Europäische Parlament. Und Demokraten haben allen Grund, Selbstbewusstsein zu zeigen in diesem Europa. Seit 4 Jahren haben wir gekämpft gegen eine ökonomische Krise. Und Demokraten haben allen Grund, Selbstbewusstsein zu zeigen in diesem Europa. Seit 15 Wochen haben wir gekämpft gegen eine politische Krise. Die größte Krise, die wir in Europa je hatten. Und es waren Leute wie die da hinten, die immer die ganz einfachen Lehren hatten, die gesagt haben, raus mit Griechenland. Er sagt ökonomische, ja. Aber meiner Meinung nach eine politische. Ging die politische Krise, die größte Krise in Europa, die wir je hatten. Und wir waren Leute, und es waren Leute wie die da hinten, die immer die ganz einfachen Lehren hatten. Also die da hinten, nicht ihr. Die immer die ganz einfachen Lehren hatten und die gesagt haben, rein mit Griechenland. Raus mit Portugal, zurück zur D-Mark oder diesen ganzen anderen Blödsinn. Hätten wir auf Leute wie die da hinten gehört, wäre Europa heute kaputt. Rein mit Portugal, zurück zum Schilling oder dieser ganzen anderen Blödsinn. Weil wir auf diese Leute da hinten gehört haben, ist heute Europa kaputt. Es gibt Zeiten, da muss man Stärke zeigen. Da muss man Selbstbewusstsein zeigen, auch wenn wir wissen, dass wir den schwierigeren Weg gehen. Es gibt Zeiten, da muss man Stärke zeigen. Da muss man Selbstbewusstsein zeigen. Und wenn wir wissen, dass wir den schwierigen Weg gehen. Aber wo ständen wir heute in einer Zeit, in der Frieden und Sicherheit bedroht ist? Wo ständen wir heute, wenn wir in der Zeit der ökonomischen Krise nicht geschlossen gewesen wären, keine Solidarität gezeigt hätten? Ich bin froh, dass wir in Europa die Demokraten miteinander und beieinander gestanden haben. Aber auch wo ständen wir heute? In Zeiten, wo Frieden und Sicherheit bedroht ist, wo ständen wir heute, wenn wir in der Zeit der politischen Krise nicht geschlossen gewesen wären, keine Solidarität gezeigt hätten? Ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Ich meine, dass wir in Europa wie Demokraten und Europäer beieinander stehen.
Die ökonomische Krise war eine große. Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Ihr solltet euch überlegen, wer hier die wahren Kriegstreiber sind. Und wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg. Der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Vor allen Dingen verschließt sie aber die Augen vor dem, was ist. Und was ist, ist die größte außenpolitische Herausforderung, vor der wir stehen. Wir sind 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Und die totgeglaubten Geister des Kalten Krieges kehren zurück. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Also es ist ganz witzig, dass er immer noch Genossen in den Mund nimmt, ja? Liebe Genossinnen und Genossen. Vor allem verschließt ihr aber die Augen von dem, was ist. Und was ist, ist die größte menschliche Herausforderung, vor der wir stehen. Weg von eurer Verantwortung, weg mit ihm! Wir sind 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und die totgeglaubten Geister des Kalten Krieges kehren zurück. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb, weil wir den Frieden wollen, dürfen wir es euch nicht so einfach machen. Und deshalb, weil wir den Frieden wollen, dürfen wir es ihnen nicht so einfach machen. Die Welt besteht nicht auf der einen Seite aus Friedensengeln und aus der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter und Gott sei Dank gibt es einige Menschen, die sich dieser Kompliziertheit widmen. Die Welt besteht nicht aus der einen Seite aus Friedensengeln und auf der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter. Und Gott sei Dank gibt es wenige Menschen, die diese Kompliziertheit, die sich dieser Kompliziertheit widmen und Wege aus diesem Schlamassel aufzeigen. Und wissen, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Das war's.